Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute zusammen wieder mal mit dem Matchstick. Guten Tag. Und ich kann endlich wieder aufnehmen. Wer hätte das gedacht? Heißt also, diese Folgen werden jetzt immer auf beiden Kanälen kommen. Richtig? Richtig. Super. Wir sind total motiviert. Wir steigen eine neue Runde ein und sind schon wieder ein bisschen abgefuckt, weil es so lange dauert. Richtig. Vielleicht gehen wir wieder auf russische Server. Oh, dann nehme ich alles zurück. Nichts gegen Russen, aber wir bleiben bei uns. Im heimischen Gebiet. Im heimischen Gebiet. So, da sind wir auch schon in einer Runde. Jetzt müssen wir bloß noch wieder 5 Minuten warten, bis die nächsten kommen. Wir kennen das Prinzip ja. So, also wie gesagt, die Folgen aller 2 Tage jetzt auf beiden Kanälen. Startet, warte, 8.1. 8.1. müsste erst kommen. 8.1. So. Jetzt habe ich das mal gesagt. Gut, Ausstattung. Ich habe halt ein paar Perks schon dazu mir jetzt geholt. Ich habe einerseits den Saboteur, das heißt, ich kann jetzt endlich Haken ohne Werkzeugkiste kaputt machen. Andererseits habe ich noch Vorwarnung und das habe ich auf äußerst selten jetzt schon. Und ja. Hast du irgendeine schöne Opfergabe? Ich habe noch ein paar. Ich habe mit White Fairfield gar nichts, ehrlich gesagt. Oh. Aber wenn ich jetzt. Warte, da muss ich mal wieder raus hier. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal. Wo ist er denn? Hier. Ace Visconti. Ne? Ace Visconti, den wollte ich ja aufwerbeln. Was hat denn der noch alles? Ass im Ärmel, Anführer. Wir schaffen das. Hätte die Vorwarnung, würde ich den nehmen. Aber. Items hat er schon einiges. Addons. Opfergaben. Ja. Warum hast du bei Dreadfield nichts mehr? Hast du alles ausgegeben, oder was? Ja. So ist es. Weißt du was, ich nehme einfach mal einen Sunny-Kasten mit, der mir nichts bringt, weil einfach nur, weil ich ihn loswerden will. Weil ich habe 10-mal Blutstillungsmittel, das ist so schwachsinnig einfach nur. Bei mir ist halt das Problem, ich habe zwar ziemlich viele Items, aber Addons, das ist natürlich. Entweder... Was war das letzte? Backwater oder Outerhafen. Ja, dann höchstwahrscheinlich Backwater. Cool. oder Coldwind Farm. Ja, das ist natürlich. Das kann natürlich sein. Oh, Lieblingsmap. Ein Hauch von nichts. Ja, das ist immer ein Ladebildschirm. Das ist eine Innovation. Müsste man sich nochmal irgendwas Originelleres vielleicht einfallen lassen. Und jetzt, da ich ja wieder aufnehmen kann, heißt also, irgendwann mal wieder Killerrunden zu spielen. Wie siehst du das? Finde ich sehr gut. Kann endlich mal meine Skills testen. beziehungsweise zeigen. Ich wollte gerade sagen, Skills live. Ja, Skills live. Jetzt auf Twitch. Ich bin nicht auf Twitch, bitte lass das. Ich wollte gerade sagen. Ach ja, oh je, diese Leute. Ladezeiten immer, Ladezeiten da, lalala. Ach Gott. Wenn das so weitergeht, wird die Runde wahrscheinlich, die Folge wahrscheinlich wieder. Ewig lang? Ja. Yep. Sodass wir es bloß noch auf eine Runde pro Folge kürzen müssen. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Oder wir schneiden einfach in Zukunft diese scheiß Ladezeiten raus. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Um einiges sogar. Oh. Also ja, Leute, lasst euch sagen, spielt niemals Dead by Daylight um 15.30 Uhr. Aber auch nicht abends um 24 Uhr, denn dann ist niemand mehr online. Da müsst ihr auf Novosibirsk-Server gehen. Ja. Oh! Backwater, Alter, ich glaube, ich habe seit 10 Tagen kein Dead by Daylight mehr gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich habe die Ewigkeit gar nichts mehr gespielt eigentlich. Interessanterweise zeigen wir ja gerade zum ersten Mal die neue Map. Ach ja, scheiße, stimmt ja. Es gibt dann neue Überlebende. Neue Überlebender und neue Killerin. Hm. Ich habe ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Eigenwerbung. Ja. Könnten Glück haben und die Hexe erwischen. Die Hexe. Wäre natürlich geil.
Bei unserem Glück haben wir wieder Michael Myers. Ja. Und bei meinem Glück ist er wahrscheinlich genau hinter mir. Nö. Irgendwas scheucht die ganze Zeit die Raben auf. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, da läuft jemand am Boot vorbei. In der Mitte. Ja, aber direkt zweimal hintereinander, ne? Ja. Ja. Scheiße. Also der Killer ist auf jeden Fall in meiner Nähe und es ist nicht Michael, weil... Naja. Weißt schon. Feinsteller. Das ist in meiner Nähe. Das heißt, wir sind in der Nähe. Geil. Oh oh. Ich glaube, er hat den Braten gerochen. Ja. Du Scheiß, wo ist er? Kollege ist weg. Ja. Oh. Ich glaube, meine Spielsounds sind ein bisschen zu leise. Warte, sei mal leise. Die Killer atmen doch so komisch, ne? Ja. Der steht hier in meiner Nähe. Der hat, glaube ich, diesen Perk, der dein Dingensradius verringert, wenn du 4 Sekunden oder so stehst. Das kann sein. Weil mein Perk wird immer wieder ausgelöst, wenn ich hier in die Richtung gucke. Der steht vom Prinzip her, stand da genau neben mir. Scheiße. Ah, übrigens, hast du mal mitbekommen, dass wir zu zweit in der Runde sind? Was? Was? Zum Geier. Ja, da ist übrigens hinter mir, der stand wirklich da. Ja, siehst du. Also hab ich den im Prinzip. Oh, fuck. Nee, nicht dein Ernst jetzt, oder? Das ist. Das kann ich jetzt, das kann jetzt echt nicht dein Ernst. Hallo. Junge, ich kann da nicht dran. Ist das sinnlos, Mann? Ist das sinnlos? Er will uns doch jetzt echt verarschen. Nee, das ist doch. Das war gerade der Fail des Jahrtausends, Mann. Leute, das ist die neue Map. Ja, ich kann mal kurz das Schiff noch ein bisschen zeigen. Beste Runde ever. Ich habe nichts gemacht, ich habe nicht meinen Generator irgendwie erreicht. Arbeit mit Profis. Ja. Toll, ich habe schon eine Runde mit Top vs. Flop benannt. Kann ich nicht nochmal machen? Nein, nee. Lass. Ja, Mensch, die beste Runde immer. Oder so. Meine Strawpoll-Abstimmung für den Namen. So, ich sag dann schon mal Adios. Wie hast denn du dich jetzt befreit? Ah, da ist er ja, fuck! Ja. Scheiße, ich bin voll neben. Na. Ach Gott. Und hier ist bestimmt gleich ein Haken. Der Sound, weißt du? Der eine. Ich glaube in der ersten Version von Dead by Daylight, weißt du? Also in der ersten offiziellen Version haben die Charaktere wenigstens noch dann geschrien, wenn der Mund aufging. Jetzt ist das total verbuggt. Der Killer ist Deutscher, der könnte mit uns reden. Er könnte auch was Wildes, eine Sache. Boah, geil, ja. Alter. Wie viele Punkte habe ich bekommen? 1800? Oh, 700! Oh, oh nee. Da haben wir mal einen Deutschen hier da runter und man kann mal mit dem quatschen und dann geht er einfach. Es ist. Hier siehst du, der hatte heimtückisch, dachte ich mir. Hm. Frage ist nur, wusste der, dass ich da bin? Weil ich habe ja keinen Laut von mir gegeben. Ich habe ja nichts gesagt. Kannst du ja nicht sagen. Das ist echt krass, dass er sich einfach in die Ecke da hinten reinstellt halt. Und zum Glück stand ich auf der anderen Seite vom Stein, sonst wäre ich halt direkt im Arsch gewesen. Was hast du eigentlich deine Server stehen? Ja, das müsste nach Hamburg sein. Achso.
Ah, gut, warte. Was könnte man denn mal nehmen? Ich nehme mal das Tuch für der Vereinigung. Ich habe mal wieder nichts. Ich muss jetzt hier ohne rein starten. Das ist ein Ausgleich. Ich kann es weiter. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich mal kurz was trinke. Quatsch. Ich bin nämlich auch im Discord muten allerdings. Ach Quatsch, lass. Ja, ist egal. Trinken. Wenn ich eine Facecam, würde ich Product Placement machen. Ich glaube nicht, dass du eine Facecam benutzen wollen würdest. Nö, warum? Nee. Ich will da keiner sehen. Siehst du? Ja, einer geht. Aber ich hasse das immer, wenn's schon startet und dann geht hier nochmal jemand raus. Aber was haben die denn bloß mit Claudette? Upper Moon. Wie ist die andere? Licky. Nee, Niki. Ach, scheiße. Ups. Dummer Stick. Was muss ich überhaupt machen? Repariere den Gegenwert von 7 Generatoren. Oh, geil. Erledige 7 Opfer mit der Geist und werde insgesamt 5 Minuten vom Killer verfolgt als Jake Park. Oh. Und komm und übernehme dreimal mit Jake Park, werde für insgesamt 5 Minuten vom Killer verfolgt als Ace. Erledige 7 Opfer mit die Hexe. Killer, machst du ready? Der macht eh ne Menemobil, welcher nehmen soll. Oh, hast du eigentlich so ein komisches Soundboard? Was hab ich? Hast du so ein Soundboard, wo du hier diese verschiedenen Sounds erzeugen kannst? Nee, ne? Leider nicht. Also ich habe die DKF-Tasten. Da müsste ich jetzt beispielsweise bloß F1 drücken und da kommt auch ein Geräusch. Ich weiß aber halt nicht, ob du das hörst. Was? Und ich hab's nicht aktiviert. Ich bin der Einzige, der was reingemacht hat. Und es war versteckt. Was hast du genommen? Tuch der Vereinigung. Ich beginne mit irgendjemandem anderen die Runde. Ja, mit allen. Nee, mit allem. Da stand mit jemandem. Es ist nur das Gelbe gewesen. Ach so, gut. Es war nicht OP. Ja, OP wäre ich 33. Ich hab's außerdem nur benutzt, weil ich es noch dreimal hatte. Glaube. Dreimal. Ach ja, stimmt ja, das kann ich ja gleich mal noch erzählen. Ich hatte letztens diesen schönen Bug, dass ich alle Sachen behalte, also alle Opfergaben, die ich irgendwie ausgebe und naja. Das heißt, ich hatte dann ich habe die Opfergaben aus irgendeinem Grund immer wieder gesammelt. Heißt, ich hatte dann im Endeffekt irgendwann mal 5 Opfergaben für den Backwater-Sumpf. Einfach so. Kann man doch mal machen. Ja. Falls sich jetzt jemand wundert, was die Geräusche im Hintergrund sind. Und ihr scheiß kläffender Hund. Nichts gegen Hunde, aber der nervt. Hm. So bist du das hier? Nee. Nee, bei mir macht hier gerade jemand eine Kiste auf. Wer ist denn hier? Ach, guck mal, da ist Claudette. Also Claudette Numero Uno habe ich schon mal gefunden. Hast du jetzt was gehört? Ich habe so ein Item zerstört, hier ist so ein Totem. Nee, ich hab nichts gehört. Okay, vielleicht hört das der Killer überhaupt? Ich weiß gar nicht. Nee, aber ich glaube nicht. Ich will sie mir zeigen. Oh, eine Werkzeugkiste. Bist du bei OP, Claudette? Ach nee, die ist ja ausgegangen, oder? Die blutbeschmiert ist davon raus. Ja, also es könnte Niki oder Upper Moon sein, keine Ahnung. Ich tippe auf Niki. Nein! Oh, ich bin schlecht. Oh, erstmal wieder reinkommen ins Spiel, Alter, das ist so ungewohnt. Vom Killer hört man nichts, könnte Michael sein. Guck mal, ich hab noch wen gefunden. Also jetzt sind definitiv beide Claudettes bei mir. Ja, ich bin noch in deiner Nähe. Wir sind ja alle auf einen Haufen gespawnt, ungefähr. Ich habe eine Sabotage-Werkzeugkiste bekommen. Oder zumindest die mit Sabotage-Add-ons ausgerüstet worden. Ah. Hast du das jetzt auch hier, dass da Add-ons dran? Nee.
Nee. Oder hat da jemand die Kiste gewechselt einfach? Da hat jemand sich eine Taschenlampe gegönnt. War wahrscheinlich eine selten. Warum auch nicht? War wahrscheinlich eine selten oder so. Weil sonst würde ich eine Taschenlampe niemals mitnehmen. Ganz ehrlich, ich kann nämlich mit Taschenlampen nicht umgehen. Überhaupt nicht. Ja, manchmal packt das auch ein bisschen rum, besonders wenn die... Wenn die Server, auf denen wir packen. Achso. Das Geile ist, du bist halt irgendwie immer ein bisschen abgehackt. Das ist so. Ich weiß nicht mal warum, bei mir. Du hörst dich flüssig an. Vielleicht muss ich ja richtig nah ran, aber dann übersteuert sie ja, glaube ich. Ja, aber ich hör dich manchmal halt nur so abgehackt. Ich weiß nicht warum. Das ist natürlich. Aber an Discord kannst. Oh nein! Als ob. Das kam jetzt unerwartet. Nicht die Olle. Das kam unerwartet. Das heißt, die war noch nie in unserer Nähe. Krass. Ich habe hier wieder so eine Werkzeugkiste, die wieder ewig hält. Ich habe gerade einen kompletten Haken sabotiert und da ist das oberste Stück weg. Da ist ja dieser kleine oberste Zipfel. Du hast echt eine gute gefunden. Aber ganz ehrlich, Nurse. Es gibt wenige, die den Nurse wirklich gut beherrschen. So, Muni ist wieder voll. Ja, meine Pennertonne und da ist eine Uhr. Ist denn hier? Ach, der klötet. Jetzt geht's immer aus mit Kisten oder so. Das Ganze in meiner Nähe. Kommt jetzt bestimmt zu uns. Nein, sie ist immer noch nicht weg, scheiße. Wo ist sie? Sie schlägt halt einfach. Ist das ein Bot? Keine Ahnung, ist in meiner Nähe die ganze Zeit. Aber ich glaube, es gibt doch bloß Geister, die Bots sind und Fallsteller, oder? Ist die ganze Zeit in meiner Nähe, also hier an dem Generator. Eine komische Nurse. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit Herzklopfen, wenn ich hier rumrenne. Also ich schleiche hier eher, weil ich will den Generator eigentlich fertig machen, aber. Hä? Was macht die denn? Ich gehe zum Ausgang. Ja, mach das, wenn die sich mal irgendwann verpissen wird, die komische Fotze. Sorry, das hab ich nicht gesagt. Dieses Video darf nicht mal monetarisiert werden. Wir monetarisieren das ja sowieso nicht. Naja, eben. Hallo Klosen. Wo gehen die jetzt? Ja, lock sie halt noch an. Oh, sie kommt. Nurse, Nurse. Was macht die denn? Die steht einfach bloß rum. Die steht einfach bloß doof in der Gegend rum. Naja, ich weiß. Und die stand bei mir auch die ganze Zeit einfach nur da. Ja, jetzt haut die einfach. Genau. Sie haut einfach. So, und die stand bei mir die ganze Zeit auf der Stelle und hat irgendwie nichts gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist wirklich ein Bot. Die haut bloß und teleportiert sich manchmal. Ja, das scheint ein Bot zu sein. Können wir theoretisch ausnutzen. Ich bin gerade am Haken sabotieren. Ich habe übrigens gerade die Dingenstür gefunden. Ja, ich habe mich von der hitten lassen.
Wozu? Na, Punkte sammeln, weißt du doch. Er bringt es Punkte? Wenn ja, klar. Hinten lässt? Achso, wo? Nee, wenn wir uns jetzt gegenseitig heilen. Achso, das meinst du. Wo ist die überhaupt? Steht ja am Ausgang. Achso. Ja, so spannend ist das jetzt ja nicht. Ich mach die ganze Zeit, ich guck die ganze Zeit nach Haken, ob ich die noch irgendwie sabotieren kann. Also ich guck mal nach mal Generatoren oder so. Ja. Die werden jetzt eh beide rausgehen. Eine ist ja schon raus. Also die haben schon alle gemacht, wie es aussieht. Naja. Bist du schon mal am Ausgang irgendwo? Also ich bin in der Nähe von dem Ausgang, ja. Okay. Ach übrigens, Tom. Ich habe mittlerweile einfach 4 oder 5 Haken sabotiert und die Werkzeugkiste ist jetzt bei der Hälfte. Ist das so eine äußerst seltene oder wie? Nee, das ist eine gelbe. Eine gelbe? Ja. Da müssen aber gute Addons dran sein. Naja, eben. Okay, hier ist alles schon getan und gemacht. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Ach, guck mal, da ist noch ein Haken. Ich kann ja an der Luke warten. Wenn du dann rausgehst. Bekommst du fürs Looten fliehen eigentlich mehr? Ja, da gibt irgendwie 2 oder 3.000 mehr. Ah, okay. Ich glaube, die andere heilt sich die ganze Zeit selbst und lässt sich schlagen. Kann das sein? Das kann sein. Aber irgendwann ist auch mal die Werkzeugkiste alle, oder? Was meine? Nee. Von der. Der Heilkast. Wenn die sich selbst sein kann. Nee, die hatte so einen Kasten dabei. Oh, sie hat sich geportet. Ja, gut. Das ist jetzt total unspannend. Ich warte jetzt hier einfach. Ja, ja. Beobachte den geilen Zweitwürfel-Ass. Ich guck gerade, ob ich noch einen Haken finde. Ups. Na. Oh, noch ein Haken, geil. Ja. Es ist weit. Twight. Ich glaube, das ist die Runde, wo ich die meisten Haken sabotiert habe. Das sind jetzt 5 Stück oder so. Also mich wird sowas irgendwie als Killer abfacken. Weißt du, wenn Leute halt das einfach nur komplett ausnutzen. Weißt du, ich meine, es ist ja logisch, dass es ausnutzen, aber. Ne? Ja, das ist aber jetzt nicht wirklich ein Spieler, der das macht. Nee, ja, trotzdem. Der ist so programmiert worden, um Lobbys zu öffnen. Oh. Sie fliegt hier rum. Twight. Fairfield. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Weg. Na, der geh raus. Ich will die Luken noch nutzen. Ah, vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein Totem oder so. War ich ja vorhin schon. Ach nee, jetzt folgt die mir auch noch. Ah nee, tut sie nicht. Sie geht nur zum Ausgang wieder zurück. Ach, warte mal, wenn ich die Dinger umschmeiße, kriege ich dafür nicht auch noch um EP? Nee. Nicht? Mhm. Schade. Bloß wenn du sie triffst. Oder bringt mir zufällig der Sabotage-Perk irgendwas? Dass ich da, wenn ich das mit der Werkzeugkiste mache, dass sich das da verringert? Keine Ahnung. Ich hab den selbst nicht. Ja, hier gibt's einfach nichts mehr zu tun. Sag Bescheid, wenn du gehen willst. Naja, ich geh zum anderen Ausgang. Ich hab grad noch geguckt, ob noch irgendwo jetzt hier noch Haken sind, die ich noch nicht sabotiert habe. Aber ich denke, Problem ist jetzt, wenn Apomon immer so weitermacht, kann ich die Luke nicht nutzen. Entschuldigung. Ich muss eine Weile Punkte farben. Muss ich mal kurz das Mikro wieder richten? Ich hab's gerade. Ja, ich geh jetzt mal raus. Moment, das machen wir richtig. So, dies war eine Bot-Runde, deswegen wird es mit 2 nur bewertet. Weil ich davon noch was bekommen habe, aber ja gut. Ich werde die Wörter jetzt noch die ganze Weile machen. Ja, 13.000 Punkte schon bekommen.
Was ist denn das hier? Drahtspule fügt 30 Einheiten zur Werkzeugkiste hinzu. Und das andere, Drahtschere, erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit der Werkzeugkiste. Mehr war da nicht dran. Ja, du hast mehr Einheiten bekommen, das ist schon gut. Naja, schon, aber trotzdem. Das schon mal Upper Moon, Upper Moon ist mittlerweile bei 17.000 Punkten. Spolek, Rang 2. Belästigung, vorsätzliche Spielbehinderung, schlechtes Spielverhalten, man muss absenden. Upper Moon, ein Like, bewerten mit 2, great. So. So, da gucken wir noch mal kurz hier bei Atze. Oh, sie ist immer noch nicht rausgegangen, meine Güte. Ich glaube, jetzt sucht sie die Luke. Steinerte Eiche. Fossilierter Umschlag. Übrigens, Upper Moon sucht jetzt die Luke. Ja, toll. Wo warten die überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die war am Ausgang am Bus. Ach nein, so geht's nicht. So, dann upgrade nochmal und dann beenden wir diese wunderbare Folge. Ja, ja, bin gerade dabei. Warte, was mache ich denn jetzt mal hier? Ach genau, ich wollte sagen, ja, Saboteur auf höchst Rang. So, das ist selten. Komplett sinnlos. Gelbes Kabel. So, dann noch die Geheimkiste. Ist bestimmt wieder Bestimmungsmittel mit drin. Geil. 4 äußerst seltene Perks. Einmal, jetzt habe ich mittlerweile schon 5 zur Auswahl, aber ich kann ja noch 4 benutzen. Wunderbar. So, tritt einer Lobby über. Nein. Was muss ich machen? Habe ich irgendwas jetzt? Habe ich überhaupt irgendwo einen Fortschritt? Ich glaube nicht. Nee, nur wenn Generator repariert. Toll! Toll! So. Nächste Mal probiere ich mal hier als Ace Visconti was zu reißen. Ja. Also ich habe insgesamt 5 Minuten vom Killer verfolgt als Ace Visconti. Naja, obwohl. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Ich nehme mal an, das war's für diese Aufnahme. Für diese Folge, ja. Oder diese Folge, wie auch immer. Ach nee, nee, stimmt ja. Stimmt ja, wir machen ja eine Aufnahmesession. Oh! Ja, freue mich drauf. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Freut euch drauf. Ciao mit V. Euer Onkel Klaus. Ich bin raus. Tschüss. Ja, okay, lassen wir das.